So, Freunde, und damit willkommen zurück zu Pokémon Unite. Wir dümpeln wieder rein ins Geschehen. Ich hoffe, ihr habt Bock und gute Laune mitgebracht, denn wir versuchen heute wieder unser Glück am Nachmittag. Mal gucken, wie gut wir vorankommen. Ich mache kurz mein Mikrofon hier wieder richten, ne? So. Mal gucken, wie gut wir heute wieder vorankommen. Hier gibt es wahrscheinlich auch wieder neue Missionen, ne? Ich hoffe, dass wir auch jeden Tag fleißig alle abschließen. Hab aber schon so den Eindruck. So, was haben wir hier? Daily Missions natürlich. Vielleicht machen wir gleich mal wieder das Quick Battle. So. Sporty Set. Das haben wir wohl jetzt voll. Ach ja, das war eine Belohnung. Stimmt. Das war irgendwo eine Belohnung. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gekriegt habe. Ich glaube einfach Daily Login Bonus, ne? Warte mal. Hier. Ja. Hier, das hier habe ich gestern noch kurz privat abgeholt. Ne, ich habe mich irgendwie nochmal eingeloggt, weil ich was nachgucken wollte und dann war das da. Morgen kriegen wir nochmal 800 Tickets und ein Quatschitsu. Gibt es dann auch noch bald. So. Ich habe außerdem erfahren, dass ich meine ganzen Dinger gefühlt hier, die wir geholt hatten, meine ganzen Item Enhancer richtig fett verschwendet haben, weil wir haben das ja in den Floatstone reingelevelt und das ist gefühlt worst Item ever. Buddy Barrier ist ein gutes Item, das sollte man sich holen, habe ich jetzt gelernt und ja. Ich hoffe nur, dass es da nicht stark genervt wird und so, ne? Dass du es dann auf einmal irgendwie auch nicht mehr brauchst. Ich glaube, das war das Item, was man benutzen sollte. Weil es gibt auch, glaube ich, relativ krass, relativ starke Boosts davon. Wir haben 1400 Punkte, das heißt, wir könnten die eigentlich alle dann in die Buddy Barrier reinleveln. Zumindest ein bisschen, ne? Ich hoffe, es ist die. Ich glaube, es war schon Buddy Barrier. Die anderen sind alle eher so meh. Also, das ist das OP-Item Number One aktuell, so wie es aussieht. So, hier, die habe ich gesagt, kaufe ich mir wahrscheinlich mit meinem Echtgeld dann. Ich könnte mir wahrscheinlich demnächst eine dann mal holen, zumindest. Und dann holen wir uns jetzt ein paar Item-Enhancer noch. Kann ich sonst noch was mit den anderen Dingern holen? Ich glaube, das passt. Dann holen wir uns jetzt noch einen Haufen Item-Enhancer. Und leveln das dann in die Buddy Barrier rein. Und haben dann hoffentlich bessere Plays. So. Also Buddy Barrier ist wohl so das Top-Item auch wieder, dass man so, ja, ne, haben sollte. Wenn wir mal gucken. Also, the following effect can be gained when the held item is grade 1. When Pokémon uses in its Unite move, that Pokémon and the nearby ally Pokémon with the lowest HP are each granted a shield equal to 20% of their maximum HP. So, und wenn du da unten guckst, 20 HP dazu. Du kannst es upgraden und bekommst irgendwie bis zu 400 HP oder so. Also mega krass. Wird nur nervig, wenn die das irgendwie dann nerven oder sowas. Aber guck mal, 40, 60, 80. Alter, das geht richtig ab. 100. Das ist jetzt schon irgendwie, merkst du, ne? 140 HP. Kannst du mal schneller upgraden. Wir hauen da jetzt auf jeden Fall einfach mal alle Punkte rein. Und jetzt außerdem, hier guck mal. 30% und davor war es 20% und auf der Stufe ist 40% auch noch mit dem Schild. Das ist ein echt starkes Item. So, jetzt haben wir plus 240 HP. So. Sehr schön. Fällt gerade auf. Kann ich denn das nochmal machen? Okay, wir könnten Pikachu geben. Shellbell ist übrigens auch nicht wirklich gut, leider. Das sind so Items, für die man einfach leider reinfällt, mehr oder weniger. Also wie gesagt, auf den Voidstone, der hört sich echt gut an eigentlich, aber ist mega das Kack-Item. Also richtig unnötig, dass wir das gelevelt haben, aber was wollen wir machen? Hallöchen, Lachen. So, ich würde gerne Absol erstmal als Lieblings-Pokémon darstellen gerade. So kannst du nämlich auch außerhalb von dem Match den Pokémon eigentlich die Items geben. Das funktioniert ganz gut. Bei Absol würde ich trotzdem das hier benutzen. Ich weiß aber gar nicht, was ich dafür dann wegmache. Wahrscheinlich das Muscle Band.
Bei Scope Lens würde ich gern behalten. Oder das Fokusband, das kann man auch noch drüber nachdenken, das wegzumachen. Bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Aber mit Absol will ich ja schon einiges an Damage raushauen können. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. So. Hey, Jogundo, was geht? Für mich war heute Ostern, ich musste mein Paket suchen. Hat das der Osterhase versteckt oder wie? Ich habe mir vorher noch erstmal einen Friseurtermin gemacht, weil ich absolut unzufrieden aktuell mit meiner Frisur bin. Das ist mir gestern, als ich Freunde besucht habe und die mir dann Fotos geschickt haben, wieder umso mehr bewusst geworden, dass ich echt irgendwie, weiß ich nicht. Mega unhappy. Von dem her werde ich wahrscheinlich wieder irgendwie ein bisschen kürzere Haare machen lassen und dann mal gucken. Aber ich würde es trotzdem eigentlich gerne eigentlich wieder hier färben, zu blond, aber mal gucken. Bin gespannt. Aber so aktuell irgendwie sind die zu lang geworden. Das funktioniert einfach vorne und hinten nicht mehr, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mich auch gestern, ich habe jetzt so leichte Hinterkopfschmerzen oder Hinterkopfschmerzen. Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Weil ich mich gestern, ich habe es geschafft, ich war in der Dusche, dachte mir so, ja, Dusche kannst du mal machen. Ich habe es geschafft, mich an diesem, ich weiß nicht, wie nennt man das, da wo du aufdrehen kannst, an beiden Seiten, mal wärmer, mal mehr Strahl. Und ich habe es geschafft, mich an dem Teil anzuhauen, so als ich quasi, ne, so aufgestanden bin. War nicht so geil. Also, und seitdem habe ich irgendwie ganz komische Hinterkopf-Kopfschmerzen. Heißt das Hinterkopfschmerzen oder Hinterkopf-Kopfschmerzen? Was sind dann die Kopfschmerzen? Also eigentlich muss es ja dann, aber die sind halt im Hinterkopf. Super kompliziert, ey, ohne. So, erstmal wieder reinkommen hier in den Spaß. Pikachu, dein fucking Ernst. Wegen dir bin ich jetzt schon wieder behind. Deine Lane komme ich nicht. Mal getroffen. Was ist mit meiner Tank gerade los? Die hat auch nicht geaimt. Was ist mit euch? Ich krieg keinen Farm ab wegen euch allen. Das passiert, wenn man nicht genügend Farm bekommt, weil die Leute den ganzen Jungle Farm klauen. Nicht gewünscht. Ich bin einfach so behind, ey. Das sollte normalerweise nicht sein. Sind die Gegner? Gegner.exe nicht vorhanden oder was? Hm.
Kaumalatte ist echt übel stark. Schön. Gute Runde soweit. Kann man machen. Katsche, kommst du da oben klar oder ja nicht so? Merkt schon, da oben ist mehr los als man denkt. Immerhin hat wohl Nona den noch gekillt und er hat seine Ult gewastet dafür. Stell ich mir schlimmer vor mit der Ult. Also da gibt's nervigere Wege drauf zu gehen. Dreadnought kommt gleich wieder. Fucking Ult von dem Viech, ne? Ich glaube, wir sind ein bisschen zu aggressiv. Und die kriegen bei uns viel zu viel rein damit. Das ist nicht so gut. Bin gespannt. Vogel, ne?
Okay. Ich merke schon. Ja, Pikachu, hau rein. Komm, gönn dir. Sehr schön. Pikachu, gönn sich. Oh, oh. Gut, da unten ist jetzt nicht so dramatisch tatsächlich. Bisschen keinen Bock, dass die da was reinhauen. Kult. Wow. Okay. Das ist jetzt ziemlich schlecht. Ich meine, die bekommen nicht so viel rein, wie sie sich wahrscheinlich erhoffen würden, wenn wir mal ehrlich sind. Könnte trotzdem noch gut werden für uns. Bin gespannt, was das für eine Runde geworden ist. 311 haben wir nur. What? Wie haben wir so wenig? Wie? Okay, das enttäuscht mich jetzt schon ein bisschen, muss ich zugeben. Also da bin ich sichtlich von unserem Team schon wieder enttäuscht. Pikachu war gut. Schon ein bisschen traurig schon wieder hier. Einfach wieder Richtung D-Ranking oder was? Oh, participate in one game, hammer. Score a total of 80 points, hammer. Knock out a total of 6 opposing Pokémon, hammer. Okay. Joa, kann man machen. So, 300 Tickets. Können wir eigentlich auch wieder dann gleich investieren. Haben wir es dann? Item Enhancer. 30 Stück. Yes. Kann doch nicht so schwer sein, würde man denken. Buddy Barrier hier gar nicht ausgerüstet. Hä? Wait a minute. Ich hab die doch ausgerüstet extra. So, machen wir mal so. Buddy Barrier will ich dabei haben, aber den Rest glaube ich nicht. Ich glaube, das Fokusband ist nicht so nötig. Hat er das nicht gespeichert gehabt oder?
Den Pikachu-Hoodie finde ich eigentlich auch ganz cool. Weiß gar nicht, ob man den for free bekommt irgendwann im Battle Pass. Hm. Muss ich mal nochmal nachgucken. Da gab es ja noch einige Items an sich. So, ich hoffe mal, dass jetzt keiner wieder anfängt, mir die ganze Zeit Buff zu klauen. Dann kriege ich nämlich die Krise. Das war eh schon letzte Runde die Katastrophe. So hat es ja schon angefangen, das Verlieren. Dass sie mir einfach die Buffs geklaut haben, die ich halt dringend benötige. Da war eh schon klar, dass das eine Chaos-Runde wird, wenn wir mal ehrlich sind. Das machst du nämlich einfach nicht. Zumindest nicht in der ersten Runde hier, wenn der Jungler gerade anfängt. Da willst du ja, dass der Jungler gut levelt und dir dann helfen kann. Was sind denn alle hier? Lucario. Poke da gerade ein bisschen drauf. Damit die genügend Damage abbekommen. Es muss ja noch kein Kill passieren, aber ne, wenn wir schon mal so ein bisschen in der brenzligen Lage sind. Ist das schon mal gut für mich. Oh, hallo Lamus. Das ist hier schon wieder mein Jungle weg. Und jetzt stirbt er auch noch rein, weil er zu viele Eier hat. Wenn es ich schon nicht mit dem Typen aufnehmen kann, dann kann es er halt auch nicht. Kannst du ja gleich sagen. Rotiert denn jetzt Lucario nach da oben? Da haben wir noch keine Jungle Buffs mehr. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall damit nach hinten geschmissen, weil irgendjemand die einfach klaut.
machst du denn? Die da unten können irgendwie nichts. Weiß nicht warum. Weiß nicht, was die machen. Vielleicht liegt es an der Lane-Zusammenstellung, dass die zwei Fernkampfdinger sind, aber. Das ist einfach worthless. Was die da machen. Gegen das Lucario können die einfach nicht machen. Der Kick hat's kaputt gemacht. Der Lucario jetzt schon wieder hier. Hä? Und was war jetzt schon wieder mit meiner Ult? Kann mir das jemand erklären? Ich wollte gerade meine Ult einsetzen. Hallo? Spiel? Like, please? Was war das denn jetzt schon wieder für ein Bullshit? Habt ihr das gesehen? Haut Pikachu gerade Punkte rein und keinen Kummer. Fuck off! Ja, ich weiß, dass die Ultra angeht. Aber es ist halt Bullshit. Das fühlt sich eher wie ein Bug, ehrlich gesagt, an, als dass es eine Mechanik ist. Das macht halt überhaupt keinen Sinn in meinen Augen. Keine Ahnung, wie die Ult das nicht down gekriegt hat gerade. Keine Ahnung. Das ist GG. Was ist denn heute schon wieder los? Warum haben wir schon wieder so beschissene Runden die ganze Zeit? Das Cinderace ist komisch, das Alolan Ninetales ist komisch. Katastrophe schon wieder, ey. Ich spiel gleich ein Quick Game. Ich will gar keine Lust mehr auf Ranked, wenn du solche Teams wieder nur kriegst. You lose.
Ich konnte ja nicht mal meine Punkte reinmachen bei den Scheißdingern, weil die ganze Zeit das verteidigt haben. Im Gegensatz zu uns, wo wir einfach mal ein Pikachu in unser gegnerisches Ziel, oder in unser Ziel reinlaufen, ohne dass es irgendjemanden kümmert. Like, kann halt auch nicht sein. Kann man doch nicht bringen. Ne, den wollte ich gar nicht bringen. Ich sehe echt nicht, wie ich den Zapdos nicht stealen konnte gerade. Mit den krassen Attacken, die ich da rausgehauen hatte eigentlich. Aber gut. Wir kennen ja die Katastrophenrunden. Wir sind das ja schon gewohnt, wenn wir wieder solche Teammates haben. Das war jetzt aber ein sehr kurzer Whirlpool. Ach nee, warte, ich hab Feather Dance gelevelt, scheiße. Was genau macht Feather Dance? Jetzt habe ich Whirlpool. Hurricane, Air Slash. Ich glaube Hurricane war es. What a goal! Das Kackviech einmal mich angreift. Ich liebe die Attacken von dem Pokémon, ey, ohne Witz. Die sind so fucking lustig. Was ist denn da?
Wie Abra hier einfach auftaucht. Super random. Kriegen wir den down? Komm, das schaffen wir doch, oder? Sehr schön. Knacker komplett am Eskalieren. Aua. Boah, wenn so die Rank-Matches laufen würden, ey. Oh Mann. Das wäre schön. So, die Daily Mission haben wir auch. Win two battles. Wir haben heute noch gar keins gewonnen, das musst du mal reinziehen, ey. Außer das eine jetzt. Aber gar kein Ranked Battle halt. Schon ein bisschen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich wieder die ranke. Gar kein Bock. Wieso sehe ich keine Bilder? Was ein schönes Grün. Hä? Ja, boah. Boah. Ne? Ich überlege ja schon, ob ich Muskelband nochmal gegen Fokus-Dingens raustauschen sollte, ohne Witz. Die könnten wir down kriegen, wenn sie mithelfen würden. Hi. Shit, ey. Ich hab's versucht, Kumpel. Boah,
machen die so wie Damage. Tut doch weh. Kommt Servo da schon wieder? Nice try, würde ich sagen, aber von mir kommt er nicht weg, wenn er schon so halb tot ist, ey. Da oben ist Machomai, das ist auch schon wieder so ein... Willst du dich nicht mit anlegen, charaktermäßig? Würde echt auf eine Dingens warten, auf eine Bärde. Das wäre echt sinnvoll. Okay. Könnte schlimmer laufen. Die sind nicht so stark gefeedet wie wir zum Beispiel. Wir sind way vor denen gerade mit Absol zumindest. Die anderen sind noch so, ja, mal gucken. Bin mir fast sicher, dass der was anderes sagen wollte. What?
spät schon. Cool, irgendjemand fängt draußen an, mega laut zu rasen. Nee. We have a huge lead. We're in the lead kommen, so, weißt du, der erste denkt erstmal ans Aufgeben, ey. What? What a goal! Uff. Muss mal echt das Fenster zu machen gleich. Wer fängt denn um diese Uhrzeit an, noch Rasen zu mähen? Wahrscheinlich jemand von uns sogar. Wir gewinnen die Runde. Die Runde gewinnen wir, Leute. Wie lange habe ich noch Zeit für Zapdos? Ha! Klapp ihn weg. GG's. Das war eine schöne Runde. Und auf jeden Fall gecarried. Ist halt Pikachu Drang ausgewählt? Geht's dem nicht gut? Ist der irgendwie krank oder sowas? Oder? Der will wirklich Pikachu mit. Das ist wahrscheinlich auch einer der komischen Donner oder so levelt hier, Donnerblitz.
Anstatt für einen Elektroball. So, wen haben wir denn alles Schönes im Team? Man kann auch einfach die hässlichsten Sachen, die man so gefunden hat, einfach kombinieren und hoffen, dass was Gutes bei rauskommt. So hat sich der Typ, glaube ich, gedacht. Das hier geht sogar fast schon noch, das untere von der Nobody Narrator. Das geht fast schon, ist schon noch. Aber auch nur fast. Ist schon grenzwertig. Das sind gefühlt Standard. Oh Gott, bitte nicht. Ja, der hat aber auch ein Standard-Dingens, die beiden da. Mal gucken. Sieht wieder so nach Anfänger aus, aber in beiden Teams, ja, ne? Dachte ich mir auch gerade so. Also mal gucken, wie sie sich schlagen. Wenn einer gleich schon wieder die Lane verliert, dann weiß er eh wieder Bescheid, ne? Dann weißt du sowieso schon wieder Bescheid. So, wann haben wir denn das Schönes? Ja, da oben ist, glaube ich, schon verloren zu halt. So gut geklappt, wie ich erhofft hatte. Das ist auch ein Macholo, was ich nicht so geil finde. Oh Gott. Boah. Leben am Limit oder was? Okay, ich geh mal ganz kurz zurück zur Basis. Boah, hätte mich der jetzt umgerannt, wäre ich glaube ich tot gewesen. Ach du heilige Scheiße, was ist denn da oben schon wieder los? Thank you.
mache gerade echt nicht genug Damage und ich weiß nicht mal warum. Okay, wow. Ich weiß nicht, wie die Attacke gerade getriggert hat, aber okay. Ich will den auf gar keinen Fall Dreadnought schenken. Das ist halt das Problem. Da kommen schon wieder alle. Ja. Das ist halt echt ein Problem. Alter, das ist doch auch eine Bullshit-Mechanik. Das kann es keinem erzählen. Ich habe weggeblinkt und er hat immer noch den Grab bekommen. Das macht keinen Sinn. Das ist auch ein Bug. Kannst du keinem erzählen, dass das gewollt wäre. Ich habe weggeblinkt. Okay, Dreadnought können wir vergessen. Dann kommt Pikachu mit so einem schlechten Teamfight. Das ist wirklich ein sehr, sehr... Nein. Ein sehr, sehr schlechter Teamfight. Pikachu, du bist Level 8, du musst leveln. Teamfights sind so grottig schlecht, dass es echt weh tut. Fuck, ich gehe jetzt alleine auf Dreadnought. Nevermind. Scheiß Machomai. Ist auch wieder vergessen. Nein, ich muss auch wieder sterben. Bullshit. Kriegt den nicht. Das ist doch Bullshit. Ah.
muss irgendwo doch noch ein Ding ins Reingekommen sein, oder nicht? Kann doch echt nicht so schwer sein. Jetzt kriegen wir einen rein wahrscheinlich. Glaube ich nicht gereicht haben, oder? Nee. Da hätte viel mehr noch rein müssen. Was ein Chaos. Das hier war unnötig, dass wir den so hoch gefeedet haben, ganz ehrlich. Ich sehe mich wirklich schon von Veteran wieder deranken, ohne Witz. Es geht einfach nur bergab immer mit den Teammates. So gestern so mega die guten Runden gehabt und heute geht es wieder weiter mit dem Bergab, mit der Bergabfahrt, mit der Talfahrt. Wollt's wieder einer spannend machen? Ich überlege gerade, weil ich muss eigentlich noch Mittag essen, wenn ich dann die Pause mache. Wir müssen um 19 Uhr ins RP dümpeln. Ich glaube 19 Uhr war es. Also sollte ich wahrscheinlich so gegen 18 Uhr noch eine Pause machen. So eine actually eine Streampause, damit ich noch was essen kann. Wäre vielleicht ganz gut. Handy ist voll laggy heute. Kann nichts schreiben. Was gibt's? Baguette und so. Oh, wie nennt man das? Käse umwickelt mit Zucchini? Keine Ahnung, ob das einen genauen Begriff hat. Schmeckt aber ganz geil. Kann man machen. Oh, sehr schön. Das ging schnell. Das ging sehr, sehr schnell. Wir haben jetzt schon Pursuit? Weil wir einen Kill haben im Team oder weshalb? Und das auch dafür?
Redner kommt in 18 Sekunden. What? Okay, wir können gleich wieder in den Jungle gehen. Hoffentlich. Ja, wobei, vielleicht soll ich doch nochmal runtergehen. Da laufen auf jeden Fall ein paar potenzielle Kills um. Kacki. What? Und der kickt sie nicht mal down. Das ist das Bitterste an der ganzen Sache. Der schafft's nicht mal. Wieso gank ich da überhaupt, wenn ich eh weiß, dass das schief gehen würde? Mein Gott, ey. Lucario, verpiss dich auf meinen Jungle. Bitte. Brauch meinen Farm. There's no reason why you would do that. Zumindest nicht die Hauptcamps.
Die alle so Lack haben und mega gut ausweichen immer noch. Ja. Ich glaube, das ist eher ein Retreat. Bitte schaff es. Nicht einfach rumliegen lassen, die Punkte. Ist nicht gut. Ja, die hat auf jeden Fall dieses Schild gehabt, damit die da hier reinbekommen hat. Und Gunlud ist auch endlich aufgestiegen. Sehr schön. Du packst das auch noch, Gunlud. Du spielst ja nicht schlecht. Du kommst auch locker auf den Veteranenrang irgendwann. Muss einfach. Brauchst auch nur ein bisschen Glück mal im Leben, glaube ich. Ah, gut Job. Wir hatten sonst alles gut gespielt. Eigentlich sind alle gut gewesen. Gut Job, Leute. Gewonnen ist gewonnen. Trainer Level 26. Betonung liegt auf irgendwann. Ach. Wir haben nochmal 300 Tickets bekommen hier. Nächstes Level Up sind 80 Enhancer. Das ist sogar eigentlich mehr wert als die 300 Tickets, ne? Weil mit den 300 Tickets kriegst du nur 30 Enhancer. Das ist jetzt nicht so viel. Oh mein Gott, als ob. Mir fehlt einfach einer zum Upgraden. Wie bitter ist das bitte? Das sind 800 Tickets in der Theorie, ja. Rechnen kann er. Thank you.
das jetzt? Okay, das lieb. Ich kann mir überlegen, ob ich doch lieber Fokusband noch mitnehmen soll, aber eigentlich ist es eher über den Damage ist halt schon wichtig eigentlich. Also. Snorlax mit einem Trank macht aber einigermaßen Sinn noch, I guess. Trank bringt halt trotzdem irgendwie viel super wenig, finde ich. Voll daneben gestanden, das kann mich gar nicht hoch genug haben. Naja. Wollen wir mal nicht so sein. Heute gehen wir offenbar auf die Top-Lane. Die haben mich gesehen gehabt. Macht aber nicht so viel. Der ein Glück gerade gehabt, dass der jetzt nicht verreckt ist. Aua. Oh mein Gott. Viel zu knapp. Ich habe gesehen, dass er tot ist. Zu viele Pop-Ups. Dass er nicht tot ist, eher gesagt. Ach man. Retner wäre mir halt schon wichtig. Thank you.
Werksvanguard ist sehr, 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 sehr schlecht, möchte ich anmerken. Do not like. Das Reinhauen, Relaxo, let's go. Und plupp. Haha. Komm, die vier hau ich auch gleich noch rein. Na, guck mal, was da respawned ist. Wunderschöner Jungle Farm. Easy. Ha, der stand da. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Lol. Okay, actually nice. Zu starker Damage. Als hätte er irgendwie voll viel Leben gerade auch zurückbekommen, der Typ. Heilige Scheiße. Ja. Unser Cinderace hat 9 Assists, aber keinen Kill. Der Arme. Gern auch nicht. Oder einer nur. Ja, okay. Das dürfte gleich interessant werden. Auto-M hat gerade irgendeine Scheiße gemacht. Ich habe eigentlich meinen Blink aktiv gehabt, damit ich wegtippen kann. Hat er nicht gemacht. Kann nicht sein, dass der diesen Pferd gemacht hat. Ist langsam schon peinlich. Gengar. Gengar wird mies sein für den. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass wir Zapdos angreifen sollten. Wenn gerade unten keiner. Oh doch, never mind. Schlimm sieht's aus. Oh, tut mir leid. Schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Das war zu viel, ja. Ach, Leute. Was macht ihr denn? Mein Team, ey. Was ist los?
Was macht er denn? Bei mir, wie gesagt, ist es einfach ein viel zu großes Hin und Her. Ich wünschte, ich hätte andere irgendwie noch ein paar Kumpel oder so, die halt auch irgendwie da in dem Rangbereich sind. So, da würden wir diese 5er-Squad machen könnten. Nein, die Tatsache, dass der Typ Trank bei dem einen Pokémon ausgewählt hat, sagt schon alles. Der ständige Stress mit dem D-Rank würde mich fertig machen an deiner Stelle. An sich kannst du ja nichts machen, ne? Kannst du auch nichts daran ändern. Ist halt so hin und her. Aber irgendwann kommen dann wieder die guten Spieler, wo du dann irgendwie gewinnst scheinbar. Also, ne? Just saying. Hatten wir ja. Wow, das war jetzt gerade wieder sehr viel Lack mit Crit, ey. Sehr, sehr, sehr viel Lack. Relaxo? Okay. Konntet ihr euch wieder nicht entscheiden, oder? Wieso macht er jetzt das Camp? Das war meins, das habe ich gebraucht. Arschloch. Toll, wieder behind. Weil ich meine Pursuit-Attacke nicht habe. Danke für nichts. Never steal a jungler's farm. Leute, ich sag's euch. Never. No go einfach. Sollten eigentlich klarkommen da unten jetzt. Thank you.
Boah. One-shotted. Fucking one-shotted. Geil. Also, die obere Lane ist richtig behind jetzt. Also die Gegner, boah. Und sie haben trotzdem Rotom geklaut, ey. Schon ein bisschen lustig. Muss ich zugeben. Das denn hier? Ganze Farm, der hier auch noch rumliegt, ey. Ihr kriegt das auch ohne mich hin. Das war zu greedy. Oder hat zwei Kills jetzt bekommen, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Gebt ihm bloß keine Kills, Leute. Nicht noch einen dritten, bitte. Okay. Die oben sind immer noch behind, so wie es aussieht. Also die Gegner. Hoffe ich. Ja, die racken die immer noch weg. Ah. Nehmen wir zurück. Bin mir nicht sicher, was das Ziel von unserem Guard War ist, wenn ich ehrlich bin. Also, was war das gerade? Ihr seht doch, dass ihr Teammate gerade... Ja. Kannst dann bitte nicht alles draufhauen, was du hast? Like, please? Gegner da? Wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber gut. Hier wird erstmal nichts, glaube ich.
Ich beunruhige die Sache, ehrlich gesagt, hier oben, dass hier keiner ist. Aber gut, nehmen wir mal. Ja. Ultimate halt, ne? Verliert nicht zu heftig bitte hier, weil dann haben wir ein Problem. Ja, wobei, selbst wenn die den jetzt noch kriegen, bringt denen das kaum was, ehrlich gesagt. Deine stirbt wahrscheinlich sogar noch durch das Zapdos gleich. Es könnte trotzdem Problem werden, dadurch, dass sie das jetzt gekriegt haben. Das ist trotzdem ein Problem. Boah, okay. Ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass sie jetzt locker noch mehr Punkte haben dann. Wenn die da jetzt auf einmal alles reingehauen hätten. Gardevoir hat manchmal so ein bisschen weird gespielt, aber was? Online 6 days ago, der arme Philipp, ey. Oh mein Gott. Ich würde sagen, ein oder zwei Runden machen wir dann noch. Dann mache ich erstmal Essenspause. Dann um 19 Uhr oder kurz vor 19 Uhr eher gesagt eigentlich, ja, geht's dann wieder weiter mit GTA RP. Das trifft sich gut, um 18 Uhr ist auch eine Indie-World-Showcase von Nintendo. Okay, was wird denn da gezeigt? Indie-Games einfach, oder wie? Krass. Vielleicht gucke ich mir das auch an. So nebenbei Essensunterhaltung, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, auf Zera Ora kann man, by the way, auch mit Crit-Dingen spielen. Und das ist dann relativ stark? Fragezeichen? Ich bin mir gar nicht so... Irgendwas war da immer jedenfalls. Ich glaube, es stackt mit die Discharge, die Crit-Dinger. Bin mir aber nicht sicher. Yep, ähnlich wie bei einer Direct werden dort upcoming Indies gezeigt. Ah, okay. Jetzt gerade haben wir wieder Pech und landen keine guten Crits. Crit ist halt leider halt so ein Random-System, auf das halt nicht immer Verlass ist. Das ist halt so die schwierige Sache an Crit. Du kannst halt auch mal mega viel Pech haben, überhaupt keinen Crit eine ganz lange Zeit bekommen.
der Theorie. Aber halt auch nur in der Theorie, weil die Attacken von Absol ja dafür sorgen, dass du dann auch wirklich irgendwann Crits immer bekommst. So, wie sieht's aus? Mal kurz jemanden anpoken. Ernsthaft? What the fuck is that? Okay, Pikachu hat schon seinen Elektroball. Wie kann er den schon so schnell haben? Normalerweise hat man den noch gar nicht so schnell am Anfang, oder? Übel. Ich finde schön, dass Hoplo da oben andersweitig beschäftigt ist. Cool. Könnt ihr den bitte töten? Bitte? Danke. Das ist so eine Dreistigkeit, ey. Schon zweimal reingestorben, ja. Das ist kein guter Start. Aber wie gesagt, Teammates machen auch schon wieder Müll, ey. Like der Hoplo da. What the fuck war das? Warum? Was? Ich hab mich irgendwo hingedasht und sterbe durch ein Voluna. Okay, frag mal nicht. Mann, das ist nicht gut für mich. Schubst ihn nur auch noch in die Dingens rein, ey, genau. Schubst ihn einfach in die Beeren rein. Okay. Auto-MB like, okay, nee, ich nehme das oben da nicht. Ich greife jetzt den neuen Typen an, der gerade dazugekommen ist. Das ist bestimmt eine tolle Sache. Oh, Gott sei Dank hat er ihn getötet. Sehr close battle, ja, aber ich gerade echt nicht gut spiele. Mach einfach nicht genügend Damage gegen den.
Schade. Wie weit haben die denn schon? Oh, die haben den schon fertig. Hunde ist echt ätzend. Fucking Ultimate und du bist gefickt einfach. Ja. Krass. Ich glaube, der wird noch unser Untergang sein. Der Zeraor. Zero oder Ultimate. Jetzt können wir die Mitte eigentlich machen, oder? Nee, oder punkten. Ja, stimmt, eigentlich punkten. Boah, Wigglypuff macht erstmal die weirdesten Attacken, aber kriegt zumindest Terra Aura weg. Ja, das haben wir trotzdem gewonnen, oder? Das muss ein Win sein. Kannst du mir nicht erzählen. Also das Knuddelduft ist echt lustig drauf, muss ich zugeben. Super verwirrt gefühlt, aber es funktioniert. Also das haben wir nicht unbedingt mir zu verdanken, dass wir die Runde hier gewinnen. Ne, definitiv nicht. Die Runde war anfangs eine Katastrophe für mich. Inzwischen geht's. Aber gewonnen ist gewonnen. Jetzt haben wir solche Runden gehen. Auch ich darf mich mal carryen lassen. Chop, 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 chop. Guck mal, sogar ein zweiter Bobbel. Sehr schön. So. Gut. Mit dem Spaß belasse ich es dann jetzt erstmal. Leute. Und wir dümpeln erstmal in die Pause. Später, wie gesagt, um 19 Uhr oder kurz vor 19 Uhr müssen wir eigentlich schon anfangen, gibt es wieder GTA Roleplay.
Und in der Zwischenzeit schicke ich euch mal ganz kurz weiter noch, würde ich sagen. Ich schicke euch mal noch zu Kate, würde ich sagen. Da gibt es noch ein bisschen Unterhaltung. Und wir sehen uns dann hoffentlich später wieder, wenn ihr Bock habt. Und ja, ne? Lasst liebe Grüße gerne da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bye, bye. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Danke fürs dabei sein.